ist ja eine Wucht hier. So, hier kommen wir nicht weiter. Kommen wir hier zurück irgendwie? Ach, die, also manchmal, ne? So. Oh, cool, haben wir direkt geschafft. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Naja, egal, so. Weiter hier. Hui! Und noch einmal und noch einmal und ein letztes Mal. Jawohl, ja. Eins, zwei. Oh, oh. Ja, wer hätte das nur gedacht? Hier sind wir wieder in so einem Gang, wo wir mehr Lebensenergie kriegen. Das ist ja wunderherrlich. Das ist schön. Und hier laufen wir mal weiter und weiter. Ach ja. Hinter mir liegt ein schönes Wochenende. Soll ich mal ein bisschen von meinem Wochenende erzählen? Ist mir egal, was ihr sagt. Ich mach's jetzt einfach mal. Es war so geil. Wir haben zweimal richtig fette Grillparty gehabt. Und dann noch Arminia gegen Paderborn, ne? Hier, Ostwestfalen-Derby im Pokal. So geil gewesen. Also ich glaube, uns hat es viel Spaß gemacht. Den Paderborner hat es, glaube ich, nicht so viel Spaß gemacht. Aber man muss jetzt auch mal sagen, also ohne jetzt hier irgendwie zu sagen, von wegen, die Paderborner sind schlecht. Und also ich muss ja zugeben, von meiner Seite aus, ich respektiere den SC Paderborn dafür, was er geschafft hat in den letzten Jahren. Das ist eine ganz große Leistung und das muss man auch so honorieren, finde ich. Aber als Anhänger jetzt von Paderborn, boah, das wäre mir echt gestern zu hart gewesen. Da sind die so drückend überlegen in der ersten Zeit, ne, und dann verlieren sie das noch so deutlich. Das ist schon hart. Naja, das passiert, so ist Fußball, so ist gerade auch der Pokal. Und so ist es nun mal. Kann man jetzt sowieso auch nicht mehr ändern. So, und ach, da haben wir so einen Kollegen schon wieder. Und wie könnte es anders sein? Da haben wir natürlich auch wieder so einen, über den wir nicht drüber springen können. Na komm. Ja, Mann. Sehr schön. Und auf die Omme gibt's, Kollege. Manchmal triggert der nicht schnell genug, habe ich das Gefühl, wenn es hier darum geht, die einzusammeln, einzutüten. Ah nein, ich wollte... Ah, Mist. Mist, die Kacki. Und aufgenommen! Du bist jetzt aufgenommen auf unserer Akademie des Schreckens. Oder des Sandes, keine Ahnung. Na komm doch zurück, ich will dir doch nichts tun, junge Kollege. Sag mal, was macht ihr denn? Ja, nee, den Angriff brauchst du gar nicht zu probieren bei mir. Und jetzt gibt's, jawoll, jetzt gibt's Sandkuchen. Aua! Das ist aber nicht die feine Art hier. War hier nicht irgendwo, verdammt. Nehmen wir erstmal den Sand hier mit auf. Naja, das war, musste ich jetzt machen, weil sonst hätte der uns kaputt gehauen. Aber jetzt kommen hier sowieso neue. Jedenfalls einer noch. Zwei. Aber die sind einfacher zu erledigen. Finde ich jedenfalls, weil man über die drüber jumpen kann. Und dann so machen kann. Ach, guck mal, wir haben jetzt sogar auch noch einen neuen Sandcontainer erhalten. Und wir machen mal unsere Machtringe, bauen wir mal auch wieder ein bisschen auf. Haben wir im Moment drei zu. Das ist doch auch wunderbar eigentlich so. Und dich kriegen wir auch noch, Kollege. Jawohl, ja. Und eingesammelt. Jawohl. Na, das wollte ich nicht. Ah, verdammt, verdammt, verdammt. Gibt's hier kein Wasser oder so? Eingesammelt. Und auch eingesammelt. Ja, Mann.
Und komm schon. Na, wie viele wollen denn hier noch kommen? Naja, sammeln wir dich auch noch mit ein. Und jetzt noch einen, dann haben wir wieder hier so einen Halbmond voll. Aber jetzt haben wir wieder zwei von denen. Na komm, machen wir mal so und... Und zack! Da ist er weg. Und dich nehmen wir auch mal gleich mit. Jawohl, ja. Na gut. Wollte ich nicht. Nehmen wir trotzdem mal mit. Und das war's, Kollegen. Yeah, cooler Typ. Und da ist auch wieder der Safe Point, den wir jetzt benutzen können. Und was wohl passiert? Fahrer mal wieder. Gut. Beim nächsten Mal. Aber warum nur Fahrer und nicht wir? Was ist mit uns geschehen? Sind wir etwa vorhin gestorben? Stimmte die Vision, die wir hatten, von unserem eigenen Tod? Sind wir nur noch ein Geist? Was ist nun mit uns geschehen? Erstmal trinken wir uns hier schön satt. Naja, satt trinken, ich weiß gar nicht. Wie nennt man das? Habe ich, glaube ich, auch schon mal gefragt. Wie nennt man das, wenn man nicht durstig ist? Also nicht hungrig, dann ist man satt. Ist man da auch trinksatt? Keine Ahnung. Ich weiß es absolut nicht. Ich vergesse sowas auch immer nachzuschauen und jetzt kann ich es im Moment nicht nachschauen. So, jetzt haben wir... Ah, komm. Jetzt haben wir da wieder so ein Seilsche. Nee, da wollte ich nicht hin. So, wie machen wir das jetzt am... Nee, andere Seite. So. Schwingen. Schwingen. So, jetzt geht das eine Tor auf und... Das war zu früh. Wollen wir mal hoffen, dass das hier lange genug offen bleibt. Na komm. So. Und springen und zurück. Und abspringen. Jawohl, ja. Sehr schön. Und was erwartet uns hier schon wieder? Wieder Sandwesen. Aber erstmal eine Quelle der Macht. Eine Sandwolke auch genannt. Sehr schön. So, was haben wir hier? Was macht das? Nun gut. Ich glaube, diese weißen Schalter bedeuten immer, dass die für recht lange halten. Also für unendlich. So, jetzt ziehen wir hier nochmal an. Warten, bis das Ding vorbei ist und laufen jetzt los. Nein! Scheiß Drecksding! Mist! Ah, das war jetzt aber auch richtig am Timing vorbei. Ne, guck mal, genau in dem Moment dreht sich das Ding zurück. Das gibt's doch gar nicht. So, jetzt darf ich wieder nochmal hier nach vorne. Abgewartet, abgewartet, abgewartet. Los geht's! Und ausgefahren! Und... Ah, Mist, das war auch zu spät. Naja, machen wir doch mal. Wir haben ja Zeit und den Sand haben wir auch. Dafür haben wir ihn schließlich. Jetzt müssen wir zwar noch mal ein bisschen warten. Aber jetzt geht's los. Das funktioniert ja hier wie geschnitten Brot. Fahrer? Ha! Habt ihr gesehen? So einfach geht das hier. Hier bin ich. Ach, guck mal, wer da wieder ist. Haben wir doch wen gehört, den wir kennen, wa? Ah, nein, da wollte ich gar nicht hin. Ah! Typ, Typ! Da ist sie! Eingesammelt! Mission letzter Halbmond, wa? Und solange hier nicht wieder diese großen mit den großen Schwertern oder die blauen mit den zweischneidigen Schwertern kommen, so wie er da jetzt gerade, ist mir das eigentlich auch egal, gegen was wir hier kämpfen. Denn die anderen sind alle kein Problem so wirklich. Die machen nicht so viel Damage. Aber er hier ist auch ein netter Kamerad. Er hat uns hier ein bisschen die Arbeit abgenommen. Und zack! Und aufgenommen. Jawohl, ja. Aber das war's noch nicht. Na, wo seid ihr, Kollegen? Da bist du schon mal. Und aufgenommen.
in den Kreis der Toten. Was geht, Junge, Kollege? Und zack. Sag mal, ich war hier am Einnehmen. Da kannst du mich doch hier nicht so angreifen, Junge. Ich setz mich mal gerade um hier. Dann kann ich das Kampfgeschehen noch besser überblicken. Und hier, die mischen wir hier erstmal auf, diese Bitches. Naja, nicht wirklich Bitches, aber ihr wisst, was ich meine, diese Mitarbeiterinnen. Und zack. Und aufgenommen. Hälfte ist schon wieder voll vom Halbmond. Man könnte sagen, wir haben jetzt einen Viertelmond. Jetzt haben wir schon einen, ich glaube... Na, egal. Na. Gerade spinnt die Kamera hier so ein bisschen rum, aber das macht uns nichts, weil wir jetzt hier den nächsten in den Bund aufnehmen. Na, wer hat mich denn da gekriegt? Komm, deine Schwester nehmen wir mal gleich mit. So. Und dich hier. Jawohl. Na, das ist aber nicht die feine Art. Und jetzt noch zweimal, dann haben wir's. Haben wir einen neuen Halbmond. Glaube ich jedenfalls, oder? Na, kann noch einmal sein. Also nochmal zwei jetzt. Ah, das ist ja kein Problem. Hier laufen ja genug Opfer rum. Na, aber die eine meint's jetzt ernst mit uns, wa? Die will uns hier mal ein bisschen Manieren beibringen, scheinbar. So verhält sie sich jedenfalls. Aber nicht, dass wir uns hier von irgendwem was gefallen lassen würden. So, da ist er, der Halbmond. Jawohl, so. Jetzt sind wir bestens ausgerüstet hier. Und zack. Und das war's. Cooler Typ. Yeah. Und der Safe Point ist auch wieder am Start. So. Könnt ihr mich hören? Nee, dich kann niemand mehr hören. So, bevor wir jetzt hier in den Safe Point reingehen, gucken wir uns hier mal ein bisschen um. Trinken noch was. Er schreit hier die ganze Zeit nach Fahrer. Aber ist ja auch ganz klar. Der einzige Mensch, dem er vertrauen kann im Moment. Bald scheint Farah wieder bei uns zu sein, aber warum sehen wir sie so häufig alleine, ohne uns? Beim nächsten Mal fangen wir hier an. Was soll das nur? Will der Sand uns vor sie warnen? Vor ihr warnen? Vor sie warnen, vor ihr warnen? Ich weiß es nicht. Und wir müssen jetzt hier unseren Weg bahnen. Hier ist niemand, Prinz. Niemand, der noch lebt. Niemand, der unsere Güte verdient hätte. Könnt ihr mich hören? Nein, hier ist niemand. Und ja, hier geht's nicht weiter. Oder kommen wir hier vielleicht die Wand hoch? Wir kommen sie zwar hoch, aber können nur... Ah, guck mal hier. Farah? Dann machen wir hier mal... Bleibt dort! Ich komme zu euch! Wir kommen jetzt zu Farah. Ich bin hier drin. Wo hier drin? Mädchen, drück dich deutlicher aus! Wo sind wir jetzt hier schon wieder? Aha! Guck mal, was wir hier haben. Lecker Sand! Sand in der Kimme, wa? So. Und hoch die Tassen! Und zack. Ach, wunderbar. So wie man sich das wünscht. Na, komm, hier lang. Oh, guck mal, wie süß. Farah. Oh nein. Sie ganz alleine gegen die ganzen Gegner. Wir müssen schnell sein und ihr zu Hilfe kommen.